Ja, seit 1341 wird in Spalt hier der Hopfen angebaut. Das ist urkundlich erwähnt. Spalt-Spalter Sorre, diese Ursprungssorre, die ist ursprungsgeschützt hier in Spalt und die wird nur hier in Spalt angebaut. Ich bin der Toni Ermer. Wir führen miteinander, meine Frau Ingrid und mein Sohn, im Nebenerwerb einen Hopfenbetrieb. Das Haus selber, der Hof, ist 200 Jahre alt, 8. Generation. Ich bin da einer von den letzten 4 jetzt in der Altstadt, die noch einen Hopfen anbauen. Und du musst da ein bisschen ein Idealist sein und ja, ein bisschen eine Muse dazu holen, weil sonst magst du das nicht nebenbei. Ja, herzlich willkommen in der Stadtbrauerei Spalt. Mein Name ist Stefan Herz, ich bin hier Diplombraumeister. Die Stadtbrauerei ist also wirklich noch die letzte kommunale Brauerei in Deutschland, die Bier produziert. Das heißt, jeder Spalter Bürger ist wirklich Brauereiinhaber, der Bürgermeister ist mein Chef. Ja, es wird jetzt alle Leute wahnsinnig überraschen, aber tatsächlich wird in der Stadtbrauerei Spalt für die Spalter Biere auch der Hopfen aus dem Anbaugebiet Spalt verwendet. Also der Spalt-Spalter ist eine hochfeine Aromasorte, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Bitterstoffe hat, aber einfach ein wahnsinnig tolles Aroma. Also der Hopfen ist ja eine Schlingpflanze, verwandt mit dem Hanf. Die Pflanze selber, die wird meistens zu Anfang April zurückgeschnitten. Dann kommt er neu vom Boden raus und von da aus wächst er dann relativ schnell, 6-7 Wochen, diese 7 Meter nach oben. Dann wird er heimgefahren an die Maschine, die pflückt dann jede einzelne Rebe durch. Früher haben wir das bei Hand gemacht im Garten draußen. Das könnte man heute gar nicht mehr machen, das ist total unrentabel. Du kriegst die Leute gar nicht mehr. Und wenn der dann gepflückt ist, dann muss man den auch relativ schnell trocknen. Ich möchte ihn auf 10% runter trocknen. Und von dort aus, wenn der dann gepresst ist, zugnäht, wird er ziemlich zügig in die Genossenschaft gefahren bei mir. Durch das, dass das eine ganz hochfeine Aromasorte ist, gehört die meiner Meinung nach in jeden Sudkessel rein. So, ich habe jetzt hier einen frisch geernteten Hopfen, also in Spalt ist gerade Hopfenernte. Und der ist jetzt natürlich gerade wahnsinnig aromatisch. Allerdings verwenden wir ihn in diesem Zustand nicht in der Brauerei, sondern der wird verarbeitet, wird pelletiert. Das ist einfach dafür wichtig, dass ich zum einen den Hopfen ein bisschen aufreinige. Also wir brauchen jetzt keine Blätter, wir brauchen keine Stängel, sondern wir brauchen tatsächlich nur das Lupulin. Man sieht da das gelbe Pulver, dieses Lupulin, sagt man da dazu. Und das ist ganz wichtig für den Brauwert, um ein anständiges, gescheites Bier zum Brauen. Wenn ich ein Bier mit Hopfen versetze, dann habe ich einfach den Vorteil, dass das relativ lange haltbar ist. Also es hemmt einfach das Wachstum von bestimmten Bakterien und somit habe ich einfach ja, ein relativ sicheres Getränk, was ja gerade auch im Mittelalter ganz, ganz wichtig war. Eine solche Dolde braucht man ungefähr für einen Liter Bier. Je nach Sorte ist verschieden, aber ungefähr ein Richtwert. Ja, warum wird man Brauer und Melzer? Natürlich ist es ein wahnsinnig traditioneller Beruf. Man produziert einfach was, woran die Menschen Freude haben und was eine Party auf jeden Fall besser macht. Wenn man sich vorstellt, Mensch, es gäbe kein Bier, dann wird einfach was fehlen. Und deswegen ist es ein totaler Herzensberuf. Ja. Von der Heimatpflege, wenn man da so nachdenkt, für die Stadt Spalt gehört es einfach dazu. Hopfen, Bierstadt, Spalt.